Was geht ab, liebe Pokémon-Freunde? Wir sind zurück mit Doppel-D und Doppel-B. Oft wird gefragt, oder jetzt glaube ich gerade unter dem letzten aktuell 100er Opening von Farbeschock oder irgendwo steht es drunter, was unsere private Sammlungen sind. Darum dachte ich, ich bringe euch heute meine private Oldschool-Sammlung, also die von mir und Heiko mit. Heiko kennt viele von euch schon, der Emo-Hunter, der immer so, genau. Das ist so unser altes Zeug. Ich würde sagen, wir können doch sogar ein bisschen. Wir gehen sogar ein bisschen näher. Ha? Ja, das klingt gut. Und dann kann man doch mal wirklich so ein bisschen renflexen. Ja, dann erzähl mal. Also ich meine, ich persönlich, also nur zur Information, ich sammle quasi gar nicht. Nee. Also ich bin absolut nicht der Sammler. Ich habe zwar vereinzelt ein paar Karte, die, ach, bedingt manche sehr wertvoll sind, aber die sind auch eher mehr so, weil man sie halt hat. Ja, und, zum Beispiel das Shiny Clorock, was ich noch nicht habe. Genau, das Was ich eigentlich ganz ehrlich immer noch ein bisschen besen habe, dass ich das noch nicht geredet habe von euch. Das Shiny Shiresat VMAX Clorock, ja, aus Shiny Fates. Ja, das habe ich noch nicht von ihr Hans und ihr Hans mir noch nicht vermacht. Aber gut, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das hier beginnt jetzt mit dem Base-Set. Base-Set, wie viele es nicht machen, nach Nummer sortiert. Numerisch sortiert. Numerisch sortiert, nicht, genau. Nicht so, wie man es eigentlich erwartet, so erste Evolution und so weiter und so fort. Nee, numerisch sortiert. Der Heiko und ich sortieren nämlich alles numerisch. Man, ja. Das Clorock ist okay, ist nicht first, aber ist ein schönes Clorock. Kann man sich echt anschauen auf den Hinne. Und ja, der Großteil der Karten, die ihr jetzt seht, war alles aus einem Sammelbestand, den wir gekauft haben, wo ein Pärchen sich einfach, die wollten ihre Karte loswerden, die haben lang rumgelegt, ja, vorher haben sie noch überlegt, sie wegzuwerfen und um dem Ganze einfach schneller, guter Abschluss zu kriegen und nicht alles extra online stellen zu wollen und graden zu lassen, um es maximal. Sie wollten einfach was haben, also was aus ihrer Sammlung geldmäßig rausmachen und wir haben uns angeboten, haben die dann komplett gekauft. Und haben dann somit eigentlich relativ viel aus dem Base-Set schon zusammenbekommen. Ja, schön, schön. Vielleicht gehe ich doch noch ein bisschen raus mit dem Zoom, dass man was sieht. Ja, so ist noch gut. Das Laptop noch ein bisschen zu das Tour Talk habe ich, aber das ist nicht hier drin, das ist zu gut, das schicke ich zu PSA, das zeige ich euch gleich, das haben wir. Und ja, ja wir sind Base-Set-mäßig gar nicht... Erdwurst. Die Erdwurst, genau. Wir sind Base-Set-mäßig echt gar nicht so schlecht aufgestellt. Also da ging schon einiges mittlerweile. Die Karte hätte alle ein ganz respektabler Zustand, finde ich. So, die Commons, die müsste man alle haben. Du hast jetzt nicht drauf geachtet, ob was First ist oder nicht. Wenn es First ist, haben wir es priorisiert drin. Hast du First Commons? Müssen wir jetzt mal schauen. Also wenn's First, wenn wir First hatten, haben wir die First insortiert. Okay, weil hier war jetzt versucht, auf der Seite war nichts. Auf der Left glaube ich auch nicht. Ja, doch, ist logischerweise, das ist immer da. Ja, das, gut, hat, das war ich, schon mal, hat echt Das hat, glaube ich, jeder in First. Weil das haben wir auch noch echt ein paar Mo zu Hause. Also das habe ich jetzt echt zu Hause noch ein paar Mo. Weil das, irgendwie habe ich das Gefühl, das gab es auch nie in Nicht-First gefühlt. Ja. Jo. Trainer aber sind halt an sich, ne, sehr viel. Trainer sind aber echt schwierig zu kreieren. Ja, weil sie so eigentlich keiner will, ne. Aber wenn du halt das Master-Set voll haben willst, dann brauchst du halt trotzdem. Da ist jetzt so gar nichts First dabei. Ich glaube, so viel. Muss ja nicht Sinn. Ich meine, wenn du nur die ganze OG-Karte haben willst, um zu. Das war der Plan. Also, mir geht es nicht um First oder Second Edition. Mir geht es einfach nur ums OG, einfach nur ums Hand. Hauptsache ist es Base und nicht das Second Base-Set. Genau. Vermutlich. Ja. Aber ob jetzt First oder nicht First, das macht keinen Unterschied. Hier haben wir jetzt, hier kommen wir jetzt zu Jungle. Hier habe ich den First Lectoball dabei zum Beispiel. Die sind alle im echt guten Zustand. Also ich fand das Blitzhaft damals schon immer saugeil. Ne? Ja, also die haben echt cooler Zustand. Gut, bis auf das Pantymos, wo ich jetzt so von der Seite sehe, ist das nicht so bad. Nee, das hat hier richtig krasse genau, richtig. Knick. Aber ansonsten, also das Niedel. Ah, von der Whitening sind so, hast du nicht viele, oder Flecke oder was Karte kaputt. Da hatte man echt Glück, das war ganz gut die Ding. Ja, ich fand's halt, was ich halt mega faszinierend finde, dass viele Karte, wie das Blitzer beispielsweise, doppelt drin waren. Das gibt's hier halt in der First und in der First, aber das war irgendwie ganz oft so. Ja. Snorlax genauso, also Relaxo. Deutsch-Englisch auch gemixt? Ja, weil, nur ganz ehrlich, es ist nicht so einfach, alle, ich schätze gerne alle auf Deutsch, aber mir ist aktuell einfach, es ist einfach viel zu viel Geld, was du reinstecken möchtest. Und so bin ich okay, finde ich okay, wenn ich die OGs jetzt so ein bisschen voll habe. Smetbo war auch cooles Pokémon. Das war echt schön. Smetbo ist halt echt nice, ne? Also, Licht ist halt mega gut. Ja, es ist einfach zu hell, wir müssen nachts filmen. Also das Smetbo war halt echt nice. Jetzt ein bisschen ohne. Echt nice. Das ist cool, ja. Also wie gesagt, das war alles so
A-Ansammlung, was sich jetzt hier drin befindet. A-Sammlung, die wir dann angekauft haben. Ich fand das Pikachu schon früher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt besser sagen soll als das erste vom Artwork her. Ich weiß nicht, weil das besser sein soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde es aber beide nicht sehr gut. Nee. Aber das finde ich halt. Das ja, und ist das Gengar Liebe. Ist halt. Ne? Das Gengar ist halt. Maximal Liebe. Das ist Hohle und First und hat es sehr, sehr guter Zustand. Das ist maximale Liebe. Ist echt gut die Card. Hier ist schon ein bisschen mehr First Edition dabei. Ja, stehst da, das mag das doch. Genau, das da. Magneton, das Lavados ist First Edition. Helium, der geht an dich. Lapras. Helium, mein Schatz, der geht an dich, genau. Also die haben halt echt alle guter Zustand. Hier haben wir das Arctos First Edition, das habe ich sogar ein paar Mal, das habe ich noch ein paar Mal doppelt, das war glaube ich 3 Mal dabei. Also das Gengar Artwork, das war schon nicht schlecht. Also das ist mit eins der besten Gengar Artworks, finde ich. Und da sind halt da wirklich ein paar dabei, First Edition dabei. Das habe ich nie verstanden. Das habe ich nie verstanden. Warum? Warum hat Alpollo Rare verdient? Und warum gibt es dann Gengar auch noch in Rare? Auf dem selben Slot? Ne? Ich weiß es nicht. Also das habe ich nie verstanden. Also wenn Gengar Holo gewinnt, alleine gewinnen wäre. Das ist halt auch ganz schön. Das ist halt nett, ist Holo, aber ja. Ist halt auch First. Und ja, ist eigentlich, wie gesagt, es war echt ein Glücksgriff. Es hat zwar ein paar Hunderter gekostet, aber beide Parteien waren mit dem Abschluss des Geschäfts echt glücklich. Und jetzt sind wir halt am Ende von Fossil und jetzt wird halt, jetzt fällt ganz dünn. Aber jetzt kommen halt die Sets, die es sehr schwierig auch gab, in Deutsch generell zu bekommen. Ja, also das. Gab es die überhaupt auf Deutsch? Ja, gab es. Aber doch, sehr, doch. Sehr schwierig. Also das Dark Turtok haben wir in Foil und Normal. Das ist also auch ein geil, die Card. Und das Garados, das Cobra, die sind richtig gut. Die sind auch echt vom Zustand her in Ordnung. Also auch das Turtok, das kann man sich echt anschauen. Ich finde tatsächlich, dass die Darks-Serie sehr geil war. Ja, also die Rocket-Serie ist richtig geil. Da kann man dazu sagen, dass wir uns Rocket Booster gekauft haben beim Gute Pokéchamp. Grüße gehen raus an ihn. Für den 7.5. für das Rocket Break, den wir da machen. Wenn das für den Pokéchamp cool ist, den muss ich mal noch schreiben. Würde mir das auch gerne streamen, wie wir das schauen. Und vielleicht kommt das Ende der andere noch dazu. Das wäre natürlich Glumanda cool. Das Glumanda ist halt lieber, ne? Das Glumanda ist halt richtig nice. Das ist, finde ich, halt ein mega komisches Pokémon. Ja, es ist halt so, es hat halt so ein bisschen was Creepyhaftes. Ja, halt hast du gewusst, dass es zwei verschiedene Artworks gab von dem Ding? Ne, das wusste ich zum Beispiel nicht. Die wurde sogar in Japan verboten. Ja, weil es so ein bisschen spannerhaft ist halt, ne? Ja, weil. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, deswegen sage ich es mir lieber nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber ne, der Blick war woanders dahin. Genau. Und das war's auch schon. Nee, Quatsch, wir sind da. Ja, das, also immer halt numerisch, dass wir Platz haben und darum ist das so gemacht. Falls wir doch halt irgendwann noch. Viele Lücke. Das ist ein geiles Ding. Oh, genau, mega. Das ist von Jim. Genau. Das Relaxo, das Austausch, die sind halt ganz geil. Blaine's Magma, ja. Darf ich mal ganz kurz was gucken? Ja. Das sieht halt end zu end aus, so einem durchstriebenen Samstag. Sonntag, ne? Genau, das könnte einer von uns sein, ja. Und aber hier wird's fällt halt wirklich ganz dünn. Ein paar Karte halt vom Rocco. Die Gym-Sets, also Gym-Hero-Sets sind echt noch schwieriger zu kriegen. Die gab's dann aber tatsächlich nicht auf Deutsch. Und ja, das haben wir halt insortiert, weil es halt so schade wäre, es nicht inzusortieren. Ich glaube, ja. Jetzt sind wir durch. So coole, ne? Also das Volnona, das sind schon geile Karte. Also die Blaine-Karte, das finde ich halt, die gucken alle mehr so ein bisschen böse, die von Blaine und. Das ist halt, hallo? Geile Dinge, Carpador, kann man sich drüber schreiben. Aber ja, also cool, wenn man überlegt, dass wir das alles echt recht günstig, aber beide Seiten halt echt glücklich waren mit dem Kauf und Verkauf. Und dann müssen wir halt jetzt irgendwann mal weiter angreifen. Bloß aktuell war echt die Zeit nicht. Also wir sind ja, vor allem wird es auch preislich immer teurer, ne? Ja. Ich gucke jetzt nur gerade noch mal so ein bisschen drüber. Das darf ich gerne gucken. Du kannst schon deine PSA-Schmuckstücke, die du noch weggraden willst. Ja, ist schon. Also gerade das Fossil-Set gefällt mir sehr gut. Ja. Also ich mag das, ich mag ihn sehr gern, also logisch klar. Nidoqueen ist eine hübsche Karte. Und halt, ne, Liebe geht raus. Ja, kluger. An den Number One. An die Nummer 1 da oben im Feld. Ja. Aber nicht für mich als Pokémon, aber als Karte ist es schon. Dann hätte ich noch eine witzige Geschichte. Da kann ich euch jetzt eine Stapelkarte zeigen. Ich muss gerade gucken, dass ich die voneinander nicht trenne. Weil dann noch zwei, drei andere interessante Sachen dabei sind, die so nicht zu dieser Sammlung gehören. Und das sind die. Ne? Das ist doch auch eine Base.
Die gehören doch nicht dazu. Sind sehr spannend, die Karte. So, die gehören nicht dazu? Nee, die gehören nicht dazu. Ah gut, das sind drei private, die kenne ich, glaube ich. Ja. Das ist das Nocturne aus Evo? Ja, das ist Evo Nocturne, genau. Das ist das. Ah, und das Klurak natürlich und das Taurus A. Die sind auch Evo, die gehören doch auch nicht dazu. Also, ja, kurz die Geschichte zu erklären. Ich stand, Ist das nicht dein... Genau, das ist fürs Patekind. Das ist Phil Glurak. Ja. Ich stand bei meinem Cousin an der Baustelle und dann kam eine junge, hübsche Dame angefahren. Die hat mich schon so komisch angeschaut aus dem Auto aus. Und kam dann auf mich zu mit so einer alten, keine Ahnung, Douglas-Geschenktüte. Ja, total verrobbt. Und, nee, Quatsch, gar nicht. Sie kam erst so auf mich zu und sagte dann, ey, du bist doch der Danny von Pokémon. Und dann habe ich gesagt, oh wow, ich bin der Danny, wenn ich von Pokémon wäre, wäre krass, ich bin der Danny von Battlebeer. Und dann hat sie gesagt, dir will ich schon ewig lang meine Karten geben und das hat mir irgendein Kollege von ihr auch gelabert und bla. Und ja, und dann holt sie mir ihre Karte, die fahrt sie immer mit rum. Ich sag, okay. Dann ist sie gekommen mit so einer alten, also mit so einer alten Geschenktüte, ich glaube vom Douglas, so Papierding. Und hat gesagt, hier sind meine Karte drin. Und dann habe ich schon so, ah, wenn die Karte dort drin sind, tun sie wieder ins Auto. Es ist hier schlimm. Und dann war das so stapel Karte mit dem Teil in Toploader. Also hier sieht man noch, das sind die alte Toploader. Das sieht man farbig ganz gut, dass das noch die alte sind. Ach du. Ne? Also die Toploader waren teilweise, hier sieht man den Unterschied zwischen der alten und der neuen Toploader. Die Toploader war teilweise, wo sich der Kleber aufgelöst hat. Darum habe ich die jetzt einmal noch in der alte Toploader drin gelassen, warum es so zeige, wie alt es wirklich war. Und Toploader kaputt, Sand drin, ganz viel Karte, die wirklich Müll waren, die man auf den Müll werfen kann, die wirklich nichts, gar nichts mehr sind. Aber dann halt da echt ein paar Schmuckstücke, die gar nicht so schlecht sind, die richtig schön sind. Nicht nur ein paar. Also. Nee, gar nicht. Es gibt einige also. Leute, die sich nur danach wirklich die. Und dann hat sie gesagt, du guck dir das mal an. Ich will hier kein großes Geld verdienen, also ich würde gern, dass du die Karte nimmst und sag mir, was du mir dafür bezahlen willst. Und wir sagen hier keine Preise, da haben wir uns dann auch geeinigt. Und ja, ich meine, ich kann euch die Karte immer zeigen. Das ist, ich jetzt mal japanisches Chanera. Das ist ein Garados. Es ist noch ein Gengar, das First Edition, werde ich rausmache und Cradle lasse und das werde ich vielleicht in die Matte machen. Das ist ein wunderschönes Magneton, also die sind alle hinten wie vorne echt okay. Manche sind ja ein bisschen mitgenommen, das Nidoking ist auch echt cool. Das kommt, glaube ich, auch in die Mappen, aber das haben wir noch nicht. So, noch ein Magneton-Foil aus Fossil. Und das sind jetzt halt die auf deine alte, leider keine First Edition dabei. Jetzt kommen wir so alter Toploader. Ja, und jetzt kommen wir zu den Schmuckstücken. Also das war halt dabei, das ist ein First Edition Zapdos Base Set. Ein richtiges Monster, eine richtig wunderschöne Karte, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. Und auch von hinten, echt okay, also echt gut. Mit der kann man echt was machen, aber nochmal, um das ganz deutlich zu sagen, wir sammeln nicht, um Geld zu machen, das ist bei uns echt einfach nur die Leidenschaft. Und jetzt kommt halt das Schmuckstück dieser Sammlung, das ist der First Edition Turtok. Ein das sehr schönes Turtok. Richtig guter Zustand, ich habe es vorhin schon gesehen. Ja, immer richtig nice Zustand. Das lassen wir eventuell upgraden, weil ich es fast zu schade finde, für in die Mappe. Und das war dann, ja. Also beide Seiten waren glücklich. Beide Seiten hat Geld bezahlt, die andere hat Geld bekommen und es war nicht wenig. Für viele wäre es vermutlich nicht der Preis, was bla, da gibt es ja diese ganze Internet-Rambos, aber das ist Quatsch. Sie ist sehr glücklich, ich bin sehr glücklich, die Karte zu haben. Ich werde sie nicht weiterverkaufen, das ist nicht mein Plan. Und ja, es ist so mein kleine OG-Sammlung. Kleines teures Hobby. Kleines teures Hobby, ja. Wenn du überlegst, dass uns von Flammen der Finsternis immer noch zwei Karten fehlen. Immer noch? Ja. Okay. Ja, das war jetzt, also wenn euch das gefallen hat, wir sind jetzt so irgendwie bei 15 Minuten. Und ihr Bock hätten, dass wir über eure Sammlung sprechen. Es ist schlecht, dass ihr hierher kommt, mit uns die Sammlung anschaut, wegen Corona. Weil wir mit zwei Haushalten jetzt schon... Ja. Unser Limit erreicht dann aktuell. Aber gern bringen uns die Sammlungen vorbei. Wir sprechen drüber. Wir zahlen euch im Notfall auch Pfand oder wie wir das einmal machen.
Dann sehen wir eure Sammlung quasi bei uns in den Videos. Genau, oder wenn ihr mal Bock habt, meine total zerfletterte Farbeschock-Mischungen zu sehen, die ich noch nicht durch habe, wo noch nicht alles drin ist oder so. Ja, also lasst uns gern mal über besondere Karte sprechen oder auf irgendwas genauer eingehen, wenn ihr darauf Bock habt und ein bisschen Sammlungen. Wir könnten uns auch bei Gelegenheit die Wanni noch dazusetzen, mal zu Ems und uns, und könnten ihr Shiny Legends-Sammlung zugucken. Die ist nämlich, glaube ich, komplett, die hat das Master-Set. Wäre vermutlich eine Idee. Vermutlich. Gut. Das alles noch viel mehr. Bald auf unserem YouTube-Kanal. Bin immer so ein bisschen in mich gekehrt, wenn ich die Karte in der Hand nehme. Weil es einfach zu krass ist. Also, ja, klar, der Wert, Laberababe, aber ja, einfach nur. Mir geht es halt viel um den emotionalen Wert. Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, dass so gerade bei solchen Karten der emotionale Wert viel, viel höher ist. Also bei mir zumindest. Also, wenn ich jetzt nochmal die Gelegenheit hätte, die Karte von meiner Schulzeit zu haben, dann würde ich wahrscheinlich hier sitze, hätte zwar mega viel Kohle, aber ich würde es halt nicht verkaufen wollen. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist auch das Beispiel, warum ich das Glurak halt, oder wieso wir das Glurak immer noch haben und nicht hergegeben haben, weil es wäre natürlich, du kennst unsere Situation, wäre das geil gewesen, aber es ist halt, nee. Es ist das Haben. Also gebe ich dir recht. Also Heiko, mein Ziel ist es ja gar nicht, Geld zu machen. Wir wollen einfach nur die Sets haben und geben mehr Geld davor aus, wie man eigentlich hat. In 50 Jahren guckst du drauf und denkst dir, ach, welche noch früher. Genau, also diese Ordner, die sind super geil, die kann man dann einfach am Schrank stehen, die stehen jetzt zu Hause am Schrank und das Label dann immer mal gucken und so, und das ist die Pokémon von früher. Und genau. So soll es vielleicht mal meine Engelchen sein. Vielleicht. Ich möchte mein Engelchen um Schoß haben und möchte dann mein komplettes Base-Set, das ich bis heute habe, rausholen und möchte sagen, jetzt gucken wir doch mal, Bob. Mit dem haben wir früher gespielt. Und wenn er da drauf kam, Finger weg. Ja. Gut, wir hoffen, es war cool für euch. Wenn ihr mehr so Videos wollt, könnt ihr gerne mit uns sprechen. Redet mit uns, schreibt uns, schreit uns an, kommt im Laden vorbei, ist alles egal. Schickt uns Sprachnachrichten. Anschrei ist gut. Discord, belästigen uns, alles egal. Wir sind für alles offen. Und ich würde sagen, die Doppel-Ds sind raus. Wir gehen jetzt in unseren verdienten Samstag-Feierabend. Das ist gar nicht so spät. Stimmt. Richtig geil, das wird er jetzt noch jetzt ab in die Stadt. Nee, wir dürfen nicht in die Stadt. That's the problem. Ach, ist das schade. Wir können jetzt nicht mit dem Cola-Bier zusammen irgendwo frei trinken, aber wir können die Fensterscheibe und das Dach aufmachen und können mit der Anime-Hits nochmal quer nach die Britannia Stadt City fahren. Genau. Britannia City. Also, wunderschönen Tag noch. Wir sind raus. Macht's gut. Schönen Freitag. Bis zum nächsten Mal. Wir sind weg. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.